Dann beschreib doch mal dein Anliegen. Ich habe größtmöglichste Angst vor Beurteilung. Ich tue alles nach bestem Wissen und Gewissen und weiß, dass ich in der Vergangenheit nie von meinen Eltern verstanden worden bin. Und das zieht sich durch mein ganzes Leben. Meine Mutter hat mir immer gesagt, nee, da ist nichts, komm mal weiter. Also ich hatte immer eine Realitätsverschiebung. Mein Vater wusste immer, was richtig ist und was falsch. Ich wurde gefragt, weißt du, was das und das ist? Und ich habe gesagt, ja, das und das, nein, das ist das und das. Also es war nichts, was ich sagte, fühlte, irgendwie richtig. Und das zieht sich bis heute hin. Ich bin heute erwachsen. Ich habe auch die Boote meiner Eltern verlassen. Ich habe schon ganz, ganz viel gemacht. Ich fühle mich sehr, sehr viel freier. Aber diese Versagensangst, die ist immer noch so da, obgleich ich so viel kann, ich mache und ich habe so viel positive Rückmeldung. Ich finde es merkwürdig, dass es noch da ist. Ich möchte, dass es weggeht, bitte. Also das war im Grunde wie so ein, dass deine Wahrnehmung für falsch erklärt wurde. Ja. Das ist extrem verwirrend, wenn Eltern ihren Kindern einreden, ihre Wahrnehmung wäre falsch. Du kennst vielleicht das Phänomen von, wie heißt das gleich? Da gab es einen Film über Gaslight. Kennst du das? Ich kann Filme Gaslighting. nicht gucken, weil ich bin dann immer gleich im Film. Also das ist In auch eine Spezialität. diesem Film war es so, dass ein Mann seine Frau ganz bewusst verrückt gemacht hat, um an ihr Vermögen ranzukommen. Das ist Der ja Film hieß Gaslight. normal. Und in deinem Fall ist es so, dass deine Familie dir deine eigene Wahrnehmung ausreden wollte, offenbar. Und die Spuren davon, die hast du jetzt noch. Das können wir mal symbolisieren als dein Verwirrungstrauma durch diese Familie. Dann nehmen wir einen roten Würfel. Und dann brauchen wir für die Dorothee von heute Rot, Gelb und Grün. Und Rot ist die Dorothee von heute, die immer wieder das Gefühl hat, dass ihre eigene Wahrnehmung nicht so trauen kann, dass sie irgendwas falsch macht. Gelb, das ist dein wahres Selbst, eine Dorothea, die hat ihre Würde und ihre Werte in sich selber, so wie eine Rose ihre Würde hat, einfach dadurch, dass sie eine Rose ist. Und gerade weil ja die Eltern oft so verwirrt sind, ist es nicht sehr hilfreich, sich bewusst zu machen, dass es ja eigentlich die Mutter Erde ist, die uns alle hervorbringt, die uns trägt, uns nährt, bedingungslos. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir auf diese Art und Weise Teil sind eines größeren schöpferischen Ganzen, dann gibt uns das eine Würde und ein Wert, der ist unverlierbar und unzerstörbar. Sagen angeboren. Und das wahre Selbst, das repräsentiert dieses Wissen, diese innere Würde. Ganz egal, was die Eltern da gesagt haben. Und das so viel zu Gelb und Grün ist diese emotional vitale Dorothee, wie wir sie jetzt nennen, die ihre Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse, auch ihre Wut gerne äußern möchte, die aber auch gerne geschützt werden möchte, weil sie verletzbar ist. Und diese drei Elemente von Dorothee darfst du jetzt mal in Bezug setzen zu diesem Trauma der kleinen Dorothee, das ihr da so nahe beigebracht wurde, dass ihre Wahrnehmung falsch ist. Da Könnt ihr legst du das mal sehen? einen Finger auf die rote Dorothee von heute. Die ist es ja, die rote ist ja die Dorothee von heute. Wie ist denn die Dorothee von heute in dieser Konstellation? Die ist total ruhig. Total. Die ist ruhig. Dann legt man den Finger auf die emotional vitale Dorothee. Die könnte sich jetzt sofort hinschmeißen und heulen. Die zittert. Die hat eiskalte Finger. Okay. Also, Dorothee, diese klassische Methode, die macht ein Programm sichtbar, was du unbewusst kreiert hast in deiner Kindheit durch diese Überlebensreflexe. Und dieses Programm wurde so gespeichert, dass es deinem Bewusstsein nicht zugänglich ist. Es ist auch relativ therapieresistent.
der Klötzchenmethode wird es sichtbar. Wenn du, sobald du das siehst und erkennst, könntest du eingreifen, könntest zum Beispiel das Symbol einer Grenze einführen, einen Zollstock oder ein Lineal und andeuten, dass dieses Trauma von damals heute gar nicht in deinem Raum kommt. Ich habe meinen Zollstock vergessen. Ich hole mal kurz ein. Moment, entschuldige bitte. Gerne, kein Problem. Dann legst du den Zollstock mal so, dass auf der einen Seite dieses Trauma von damals ist, auf der anderen Seite bist du und deine Selbstanteil. Und der Abstand darf ruhig ein bisschen größer sein. Das sind ja, liegt da, wie viele Jahre liegt das zurück? 20 Jahre, 30 Jahre? 50. 50 Jahre. Also sagen wir 50 Zentimeter pro Jahr, 1 Zentimeter. Ja. Ich lege meinen Finger auf die rote Dorothea von heute. Wie geht es in der Dorothea von heute, wenn dieses Thema da 50 Jahre zurückliegt? Die ist ruhig. Leg meinen Finger auf die grüne emotionale Dorothee. Wie geht's dir, wenn das? Die kribbelt und der ist kalt und die Ja. ist hat eine kalte Nase und Ja, okay. Dann versuchen wir mal, das Trauma von damals zu rekonstruieren. Das waren ja deine Eltern, die das so eingetrichtert haben, als mir der Vater und mir die Mutter. Wir waren es beide. 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 Ja, ich war nie richtig. Das ist natürlich dann nochmal eine doppelte, verstärkt sich dann gegenseitig. Brauchen wir für die beiden Eltern ein dickes blaues, ein schmales blaues Klötzchen? Ich habe ein dickes und ein dünnes. Ja, und die beiden stellst du rechts und links neben dem Trauma. Und du darfst entscheiden, welches Klötzchen vertritt den Vater, welches Klötzchen vertritt die Mutter. Ja, Papi ist ein bisschen kräftiger. Bisschen kräftig. Manchmal ist die schlank. Manchmal ist es auch umgekehrt, aber bei dir ist es so. Nee, das Okay. ist so. Das ist ein Papa, der seine eigene Tochter die eigene Wahrnehmung austreiben möchte. Der ist möglicherweise selber traumatisiert. Weißt du was aus seiner Kindheit? Ja, der ist schwerst traumatisiert. Ja. Der war auch nie richtig und der konnte nicht hören. Und weil er schon mit 2 Jahren nicht richtig hören konnte, wahrscheinlich durch eine chronische Otitis, Okay. wurde er immer für dumm gehalten. Dann kriegt er sozusagen zwei blaue Würfel an die Seite. Einmal für seine Taubheit und zweitens mal für seine Erziehung. Blaue Würfel, Zwei zwei. blaue Würfel. Das ist doppelt berechtigt. Das ist jetzt auch zum Beispiel so ein Faktor Zeit. Das ist eine schreckliche Sache. Hat immer zu wenig Zeit für alles. Also, und die Mama, die ihre eigene Tochter die Wahrnehmung austreiben möchte, hat die möglicherweise auch ein eigenes Trauma. Ja, geflohen mit 5 aus Danzig und zu 2 Geschwistern. Hin und her geschickt. Der Vater, also mein Opa, war 5 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft und ist später erst wiedergefunden. Und dann wurde sie von ihrem ersten Freund verlassen. Nein, die hatte eine unglückliche Beziehung und sie hat ihn verlassen. Und also es gibt da Also ihr bekommt ihr kein auch, Vertrauen. ihr kriegt ihr auch zwei blaue Würfel an die Seite. Also einmal die Vertreibung aus Danzig, und der Vater war nicht da, das ist eine doppelte Belastung. Also, und jetzt legst du, nimmst einfach mal die Grenze weg. Oh. Und dann legst du mal den Finger auf, in diesem Fall auf die grüne emotionale Dorothee. Wie geht es der grünen emotionalen Dorothee? In deinem Raum ist dieses Verwirrungstrauma, ist das eigene Verwirrungstrauma, die beiden Eltern und deren schwere eigenen Traum. Hero, mir geht es ganz gut. Ja, das ist paradox, aber das ist Ja. typisch. Denn endlich wird es klar, was du Ich habe damals alles warme Hände, es ist ausgehalten hast. alles wunderbar. Du brauchst diese Belastungen, damit du dich wohlfühlst, denn das ist das, was du kennst. Das Das ist ist ganz schön paradox, viel. aber es ist Realität. Und wir testen mal, es gibt ja diese Überlebensreflexe. Der eine Überlebensreflex betrifft diese grüne emotionale Dorothee. Leg dir mal vor, dein eigenes Trauma von den roten Würfeln. Ich lege das Grüne vor Vor das den Rote. roten. Und dann legst du mal dein eigenes Trauma, den roten Würfel, auf die grüne drauf. Und das würde symbolisieren, dass diese
Verwirrungstaktik deiner Eltern, deine Lebendigkeit, deine Fröhlichkeit belastet. Ist nachvollziehbar? Ja, obwohl ich alles dagegen getan habe. Und dann kommt dazu, dass die beiden natürlich ihre Traumata haben. Jetzt legst du mal die beiden Traumata vom Vater oben drauf. Kind bekommt es natürlich indirekt zu spüren, diese Traumata des Vaters. Macht es Sinn, dass auch das deine Lebendigkeit und Fröhlichkeit belastet? Und nicht genug damit, jetzt legst du auch noch die Probleme deiner Mama oben drauf. Und schau mal, wie fühlt sich das an? Völlig normal. Es kann sogar sein, dass ein Kind heimlich ein bisschen stolz ist, dass es das alles überhaupt weiß. Kein anderer wollte es aus. Ich war als kleines Mädchen schon ganz erwachsen und habe gedacht, die anderen sind gar nicht so erwachsen wie ich. Im Kindergarten schon. Es gibt dem Kind das Gefühl von Überlegenheit. Das ist bizarr, aber es ist so. Und es kann sogar sein, dass du selber gelernt hast, deine eigene Lebendigkeit zu unterdrücken, zu verleugnen, um diese eigene Verletzung gar nicht zu spüren, um nicht weiter verletzt zu werden. Hast du vielleicht auch gar nicht mehr deine Meinung geäußert, sondern hast du gleich lieber geschwiegen, damit du nicht wieder absolviert wirst. Und um die anderen zu schonen, die möglicherweise gar nicht so belastbar sind, das kennst du vielleicht. Ja, klar, logisch. Dann stellst du mal diese Dorothee von heute oben auf diese magisch-grandiose Position. Das ist eine Dorothee, die dazu neigt, ihre eigenen Gefühle zu verleugnen und zu unterdrücken, um sich zu schützen oder um andere zu schonen. Und damit gehst du auf eine höhere Ebene. Und das hat verschiedene Bedeutungen. Einmal kann es sein, dass es mehr eine mentale Ebene ist. Mit deinen Gefühlen bist du ja abgeschnitten. Das heißt, die innere Orientierung fehlt dir eigentlich. Dann entwickelst du Antennen, um mitzubekommen, was bei den anderen los ist, damit du dich nach den anderen orientieren kannst. Und das kann dir dann manchmal auch die Illusion geben, dass du nützlich bist für die anderen, wenn du dich nach ihren Bedürfnissen und Interessen orientierst. Ist schon Kennst du das? alles viel besser geworden. Ja, aber du kennst das Prinzip. Das war mein Leben. Ja, ich habe allen anderen die Wünsche erfüllt und dann war ich gut. Und dadurch, wenn man eben von Haus aus kein gesundes Selbstwertgefühl hat, dann ist das oft so wichtig, wenigstens dieses extrinsische, durch Leistung erworbene Wertgefühl zu haben. Aber das ist immer sehr brüchig, weil es ja verbunden ist mit diesen maximalen Selbstüberforderungen, Perfektionismus, das kennst du wahrscheinlich. Das ist mein zweiter Vorname, perfekt. Und wenn du dann realisierst, dass du das eigentlich gar nicht erfüllen kannst, diese selbstgestellten Anforderungen, dann ist es ein Grund, dich schlecht zu fühlen, dich selber abzuwerten. Und dadurch entsteht dieses brüchige Selbstwertgefühl, was schwankt zwischen Selbsterhöhung und Selbstabwertung. Das kennst Ja, auch schon besser geworden. du. Gut. Also Therapie scheint doch ein bisschen zu wirken. Ja, ich habe ja auch schon viel gemacht. Aber wenn ich diesen ganzen Haufen hier so sehe, ist ja kein Wunder, dass ich immer so aufgeregt bin. Eben. Also, diese Situation-Methode macht halt ein Programm sichtbar. Und wenn du das Gefühl hast, dass dieses Programm immer noch wirksam ist, trotz jahrelanger Bemühungen, dann gäbe es jetzt die Möglichkeit, dieses Programm zu löschen. Andere Therapien, die wirken manchmal dahin, dass man so die Auswüchse dieses Programms versucht, ein bisschen abzudämpfen, abzumildern, um es ein bisschen leichter zu leben gibt, aber es ist dann so, als hätte man ein zweites Programm, was diesem anderen Programm noch übergelagert ist. Da gibt es auch zu innere Zerrissenheit. Das kennst du vielleicht. Und jetzt hast du die Chance, dieses Programm zu löschen. Was hältst du davon? Das ist eine super Idee. Dann hol doch mal die Dorothea aus dieser magisch-grandiosen Position herunter und stell sie mal neben ihr wahres Selbst. Die Dorothea von rote, heute stellst du neben ihr ja, wahres Selbst. da steht sie am liebsten. Der steht schon auf Abstand. Und dann brauchen wir jetzt ein anderes Symbol für diese magisch-grandiose Strategie, ein überlang geschlanktes rotes Plätzchen. Das stellst du oben drauf. Es liegt immer noch platt unter diesem ganzen Konglomerat, die grüne emotionale Dorothee, deine Gefühle, deine Wünsche, deine Bedürfnisse, auch deine Wut. Und jetzt könntest du auch diese emotionale Dorothee befreien, indem du da ein anderes Symbol nimmst einen grünen Würfel, du hast ihn schon bereitgelegt, die damals so erforderliche Strategie der Selbstverleugnung. Das war die einzige Möglichkeit zu überleben, dass du das selber verleugnet hast.
Jetzt könntest du mal symbolisch diese ganzen Turm vorsichtig verlagern auf den Würfel. Und dadurch hast du selber diese emotionale, vitale Dorothee befreit. Ja, das ist eine sehr wackelige Angelegenheit, aber es entspricht genau deinem Gefühl. Leg mal einen Finger auf die coole, emotionale Dorothee. Spürt ihr überhaupt eine Veränderung, wenn du ihr diese ganzen Themen abnimmst? Ich spüre jetzt eine große Ruhe. Und dann könntest du diese emotionale Dorothee aufklären und könntest du sagen, das Schmerzliche und Verwirrende von damals ist lange, lange vorbei. Das Schmerzliche und Verwirrende von damals ist lange, 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 lange schon vorbei. Wir beide haben es überlebt. Wir beide haben das überlebt. Du warst da gar nicht zuständig. Du warst da gar nicht zuständig. Bist völlig unschuldig. Bist du auch völlig unschuldig. Du gehörst nicht in die Vergangenheit, ich brauche dich hier und heute. Du gehörst nicht in die Vergangenheit. Ich brauche dich hier und heute, Um endlich mein Leben feiern zu können. um endlich mein Leben feiern zu können. Und das tue ich so gerne. Dann kommt jetzt einmal der grüne emotionalen Dorothee. Ja, die hat Lust, aber sie ist noch platt. Kann es sein, dass noch etwas hier da unten festhält? Es könnte sein, gibt es ein verstorbenes Geschwister, ein Zwilling oder ein abgegebenes oder verlorenes Ich habe in einer Kind? früheren Aufstellung mal einen Zwilling, das Thema aufgestellt und den auch ans Licht geführt. Ja, ich fühlte mich immer alleine. Okay. Also dann nimm mal ein schmales grünes Klötzchen für diesen Symbol. Moment, noch ein zweites in dieser Art. Für den Zwilling. So ein gleiches. Ja, gerne. Und das nimmst du einfach mal neben die liegende emotional vitale Dorothee. Leg meinen Finger auf die grüne emotional vitale Dorothee. Wie geht's dir, wenn jetzt da ein Zwillingswesen neben ihr liegt? Viel besser. Weil dann teile ich mir das Ganze. Dann muss ich Das das nicht alleine spüren. Ist so eine Illusion, dass durch diese Verbindung, dass du da irgendwie, dass es dir dann besser geht, dass du dadurch erst vollständig bist, dass du vielleicht besser in der Lage bist, die ganzen schwierigen Dinge zu bewältigen. Aber das genau, da verwechselst du deinen verstorbenen Zwilling mit deinem wahren Selbst und das blockiert deine Verbindung mit deinem wahren Selbst. Und deswegen taucht das jetzt auf und es gibt eine verkürzte Art und Weise, wie wir damit umgehen. Nimm mal dieses Zwillingsklötzchen an dein Herz. Und spür mal nach, wie fühlt sich das an, wenn du so verbunden bist mit deinem Zwillingswesen, mit dem du die ersten Wochen im Mutterleib verbracht hast. Da gibt Schön es ruhig. meistens, wie bitte? Schön ruhig. Und manchmal ist es so was Beglückendes, so was Inniges, Liebevolles. Einzigartiges, als wäre man vollständig nur mit diesem Zwilling zusammen. Können Sie sowas spüren? Ich fühle nur, dass ich diesen ganzen Haufen da, der vor mir steht, nicht alleine tragen muss. Also, und es sieht so aus, als hättest du unbewusst diesen Zwilling immer noch festgehalten. Es gibt ja diese Vorstellung, dass es für die Verstorbenen einen guten Platz gibt, wo sie ihren Frieden finden können, vorausgesetzt, die Angehörigen lassen sie los. Wenn du jetzt den Zwilling unbewusst festgehalten hast, dann kann es sein, dass er seinen Frieden noch gar nicht finden konnte und dass er hautnah dein ganzes Elend mitbekommt, was du in deinem Leben so hast. Dass wiederum du gar nicht in dein unbeschwertes Leben kannst, weil du noch verbunden bist mit dem Zwilling, der keinen Platz in der Familie, keinen Platz im Leben gefunden hat. Das wäre eine Lose-Lose-Situation. Du könntest selber daraus eine Win-Win-Situation machen, wenn du den Zwilling loslässt. Was hältst du davon? Das ist eine gute Idee. Ich soll ja auch Dann dahin, wo er hingehört. stell dir doch mal vor dich auf den Tisch. Und dann schau mal, ob du ihm sagen kannst, ich achte es, dass du mich auf diese Welt begleitet hast. Ich achte es, dass du mich auf diese Welt begleitet hast. So dass ich schon so früh so eine wunderbare Begegnung habe. Dass ich schon so früh eine so wunderbare Begegnung haben konnte. Jetzt sehe ich, dass du schon lange gegangen bist. Jetzt sehe ich, dass du schon
lange gegangen bist. Und ich muss dich gar nicht mehr festhalten. Ich muss dich gar nicht mehr festhalten. Ist das für dich, wenn du das sagst? Richtig. Ich lege meinen Finger auf den Zwilling, ob du spüren kannst, wie wir es für den Zwilling, dem das heute sagst. Du würdigst und sagst, du musst dich nicht mehr festhalten. Beinahe neutral. Frieden. Ruhe. Der hat damit gar kein Problem. Nee. Ist es für dich, wenn du hörst, dass der für den Prinzen Zwilling es gar kein Problem ist, wenn du ihn loslässt? Das ist gut. Kannst du spüren, ob es ein Junge oder ein Mädchen war? Jetzt und hier habe ich das Gefühl, dass es ein Junge ist. Okay, dann nehmen wir an, es war ein Zwilling. Jetzt, ich erlebe es bei manchen, die einen Zwilling verloren haben, dass sie sich irgendwie schuldig fühlen. Sonst hätten sie das damals verhindern müssen, dass er geht. Das Nein, hätten sie es es vielleicht geht mit sogar, mir nicht in Resonanz. also das hätten sie unbewusst sogar verursacht, dass er gehen musste. Oder als hätten sie besser ihn in den Tod begleitet, damit ihr gar nicht mehr getrennt wird. Das Letztere schon eher. Okay. Ich hatte früher Todessehnsucht Das würde als dazu passen. junges Mädchen, ja. Und dann schauen wir mal, was würde dein Zwillingsbruder sagen, wenn seine Zwillingsschwester solche Gedanken hat. Das wäre schlimm für ihn. Der könnte vielleicht sagen, hör auf zu spinnen. Ja. Und für uns ist es, ja, und was ob ist es für dich, wenn du hörst, dass er das gar nicht möchte? Gut, richtig. Also ich Okay. hänge auch nicht an ihm so stark mehr. Okay. Dann könntest du ihm doch vielleicht zum Abschied nochmal alles Gute wünschen, wo auch immer du bist. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, wo immer du auch bist, ich wünsche dir alles Gute und es ist schön, dass wir zusammen sein konnten, eine kurze Zeit. Dann leg mal einen Finger auf den Zwillingsbruder. Was könnte der denn seiner Schwester zum Abschied sagen? Du schaffst das schon. Wir sagen, du bist vollständig auch ohne mich. Du bist Das sagt. vollständig, auch ohne mich, soll ich das sagen? Ja, genau. Zu mir selbst? Ja, genau, zu dem Zum Kinder, Kindlichen. genau. Und du hast ein wunderbares eigenes Selbst. Und möglicherweise kennst du es noch gar nicht. Ja, schon. Da wartet noch etwas Wunderschönes auf dich. Ja. Und wie kommt es an bei dir? Das ist wunderschön. Ja, es fühlt sich gut an. Und dann könntest du doch jetzt endlich den Zwilling tatsächlich ins Licht entlassen. Stell dir mal in deinem Raum an einem Platz, den du mit dem Licht verbindest, dahin gibt es so ein Fenster. Da ist der Wintergarten. Ich Ja. stelle ihn jetzt einfach neben die Pflanze. Ja, sehr gut. Und da hat er es gut. Ich stelle ihn nachher dann im Wintergarten. Ja. Und dann leg mal einen Finger auf die grüne, emotional vitale Dorothee. Geht es dir jetzt, wenn du so liebevoll den Zwilling verabschiedet hast? Ist gut, er ist ja. Er war ja mal da. Er gehört ja zu mir, aber ist ja Okay. schon weg. Dann kannst du noch mal sagen, du gehörst nicht in die Vergangenheit. Du gehörst nicht in die Vergangenheit. Du gehörst auch nicht zu den Toten. Du gehörst auch nicht zu den Toten. Ich brauche dich hier und heute, Ich brauche dich hier und heute, um endlich mein Leben feiern zu können. um endlich mein Leben feiern zu können. Kommt das jetzt an bei der grünen emotionalen Dorothee? Ich sage das jetzt hier so und merke beim Sagen, dass ich voll im Kopf bin. Das ist ja kein Fehler. Wenn es vom Verstand her stimmt, dann kann man das ja sagen. Ja, vom Verstand her stimmt es. Und was sagt denn dein Gefühl dazu? Es ist nicht mehr so aufgeregt. Ich glaube, der Verstand hilft da aber auch sehr viel. Es ist so, das Gefühl ist ja bei diesen frühen Traumata oft verwirrt. Und du wurdest ja ganz gezielt verwirrt durch diese Arbeit. Und solange man sich nach seinem verwirrten Gefühl orientiert, kommt man aus dieser Verwirrung gar nicht heraus. Das klingt logisch, ja. Und wenn du dich heute nach deinem Verstand orientierst, hast du heute die Chance, dich aus dieser Verwirrung zu befreien. Und das wäre doch ein Angebot. Ja.
Es kommt dazu, dass diese kleine emotionale, vitale Dorothee, die war ja sehr allein mit ihrem Leid. Keiner hat es damals gesehen, keiner hat es verstanden, keiner hat ihr geholfen. Und dann tut sie vielleicht gut, wenn es endlich mal jemand sieht, wie alleine das war, wie schrecklich das war und die da herausholt aus dieser Verwirrung. Und Rot und Gelb können sie doch liebevoll aus dieser Verwirrung herausholen. Ja. Auf sichere Distanz bringen. Super, und dann darf sie sich erstmal erholen, die emotionale Dorothee. Na, was jetzt vor dir aufgetürmt ist, ist dieses Trauma-Konglomerat. Der Kristallisationskern ist dein eigenes Trauma, dieses Verwirrungstrauma deiner Kindheit. Dazu kommen dann die Eltern mit deren massiven Traumata und deine eigenen Überlebensstrategien. Und du warst ja bisher noch identifiziert mit dieser magisch-grandiosen Strategie, mit dieser Strategie der Selbstverleugnung. Das haben wir jetzt gelöst, indem du da Ersatzsymbole gefunden hast für diese damaligen Strategien, sodass du dieses Konglomerat jetzt aus dem Sichtbereich herausschieben kannst, nach hinten links, hinter dem PC, oder zur Vorstellung deiner Sichtbarkeit. Allesamt. Alle zusammen. Sodass auch du sie gar nicht mehr siehst. Und jetzt lässt du mal die rote Dorothee von heute, lässt jetzt mal spazieren gehen in diesem Raum und schau mal, fühlt sich das an, wenn diese ganzen Elemente nicht mehr da sind. Dann könntest du noch mal auf dein wahres Selbst schauen. Wie dein bisheriges Programm war ja orientiert an deinem Trauma, an den Traumata der Eltern. Das nennen wir das traumaorientierte Stressprogramm. Die Alternative dazu wäre dieses eine Orientierung an diesem wahren Selbst, das seine Würde und seinen Wert in sich selber hat. Und in dieser Familie wurde dieses wahre Selbst überhaupt nicht wahrgenommen. Im Gegenteil, es wurde ja sogar für falsch erklärt. Jetzt müsstest du mal die Brille dieser verwirrten Familie ablegen. Die eigene Brille brauchst du natürlich. Und dann schaust du mit deinen eigenen Augen auf dein wahres Selbst. Die gelbe Klötzchen gibt es dann, dem etwas auszusetzen. Dann könnte ich als stellvertretend für dein wahres Selbst zu dir sagen: Hallo, Dorothee, ich bin dein wahres Selbst. Da gab es damals dein Trauma mit diesen Eltern, es gab die Traumata beider Eltern. Das alles ist vorbei, es hat mit dir heute gar nichts mehr zu tun. Heute bin ich ganz für dich da und ich bin nur für dich da. Kommt es an bei dir, wenn du das hörst? Das ist super. Nun kannst du, wir haben, du hast ja gehört, es gehört eigentlich zu deiner Grundausstattung dazu, aber du warst bisher nicht damit verbunden. Und es gibt eine einfache Erklärung, du warst einfach noch so verklebt mit diesen damaligen Themen. Wenn es für dich stimmig ist, könntest du das zu deinem wahren Selbst sagen. Anscheinend war ich noch so verklebt mit diesen alten Themen, dass ich dich gar nicht wahrnehmen konnte. Soll ich irgendwo den Finger drauf halten? Brauchst du gar nicht. Ich sag's von dir aus. Du bist ja praktisch die Rote von heute. Ja. Kannst du sagen, diesen Satz nochmal sagen. Anscheinend war. Wahrscheinlich war ich noch so verklebt mit dem Trauma meiner Familie, dass ich dich noch gar nicht richtig wahrnehmen konnte. Mit dir hat das nichts zu tun. Dir hat das nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Ist das für dich stimmig, wenn du das sagst? Ja. Was für ein Gefühl kommt dabei? Zufriedenheit. Dann haben wir gesehen, dass du damals auch eine Strategie entwickeln musstest, dich selber zu verleugnen, um dich zu schützen, um andere zu schonen, um für andere nützlich zu sein. Ja. Dann könntest du auch das deinem Selbst mitteilen. Anscheinend musste ich damals die Strategie entwickeln, dich zu verleugnen. Anscheinend musste ich damals die Strategie entwickeln, dich zu verleugnen, Um mich zu schützen. um mich zu schützen, Um andere zu schonen. um andere zu schonen, ja, genau. Oder um sogar für andere nützlich zu sein. Oder um für andere nützlich zu sein. Ja, natürlich, Auch das das ist hat wichtig. mit dir nichts zu tun. Das hat mit dir nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Das stimme ich für dich. Ja. Kommt da ein Gefühl dazu? Ähm,
könnte schmerzlich sein, aber es könnte auch sehr erleichternd sein, weil es jetzt endlich klar wird. Das fühlt sich richtig an. Also nicht verwirrt. Jetzt, wir verstehen ja alle deine heutigen Probleme als Folge dieser frühen Traumata, beziehungsweise als Folge der damals automatisch gespeicherten Überlebensreflexe, Anpassungsreflexe, Selbstverleugnung, magisch-grandiose-Strategien. Den meisten Betroffenen ist dieser Zusammenhang unbekannt. Dann kann es sein, dass sie irrtümlich sich selber für diese Probleme ablehnen und abwehren. Kennst du was von dir? Ich war etwas abgelenkt, weil ich irgendwas anderes gehört habe. Sag noch mal bitte, was kenne ich von mir? Also wir verstehen ja alle deine Probleme heute als Folge dieser Traumata, beziehungsweise als Folge der damaligen Überlebensstrategien. Ja. Die Betroffenen selber, die sehen diesen Zusammenhang oft gar nicht und dann kann es sein, dass sie irrtümlich sich selber für diese Probleme verantwortlich fühlen und selbst beschuldigen. Kennst du das von dir? Jetzt taucht wieder das auf, was mein Thema ist. Ich habe dich intellektuell nicht verstanden. Ich habe vergessen, was du gesagt hast. Spannend. Das ist Also, meine Pein. ja, da ist schon, da wirkt immer noch etwas von damals, dass du deiner eigenen Wahrnehmung nicht trauen darfst. Vor allen Dingen, wenn da sich etwas löst an deiner Verwirrung. Das aber diese Verwirrung gar nicht auflöst. Sobald etwas von außen, ich hörte irgendwo, ich weiß nicht, glaube ich, hier, also hier ist nichts, hier ist kein Mensch, aber ich hörte irgendein ein Gespräch und das hat mich jetzt abgelenkt und das ist auch mein Hauptthema. Ich werde abgelenkt. Bin nicht bei mir. Dorothea, was hat dir damals überhaupt geholfen zu überleben? Das war, muss ja ganz extrem für dich Ablenkung. gewesen sein. Ja. Ich habe ein eigenes Zimmer glücklicherweise gehabt und ich habe Musik gespielt. Was für Musik? Ich habe glücklicherweise Gitarre spielen gelernt und ich habe meine ganze Kindheit ab dem achten Lebensjahr Musik gemacht in meinem Zimmer und es durfte keiner hören, nur ich. Also das ist natürlich genial von dir. Du hast dir da eine Parallelwelt geschaffen, Ja, sonst hätte ich diese Eltern nie wo ausgehalten. die Eltern keinen Zugang haben. Ja, und meine Mutter sagte, so, jetzt spielt uns Dorothee mal was vor. Und da wurde ich höchstgradig wütend, weil ich spielte meinen Eltern nichts vor. Das war so intim, das wäre so wie nackt vor ihnen ausziehen. Und niemand durfte mich hören, Okay. nur ich. Dann nehmen wir jetzt mal ein Symbol für die Musik, die dich damals so beschützt. Ja. Schau mal, fällt dir da irgendwas ein? Hast du irgendwas in deinem Raum, was so die Musik repräsentieren könnte? Die Musik. Ja. Stell die mal neben die rote Dorothee, das ist die Welt der Musik. Und wie geht es jetzt der Dorothee von heute? Das ist toll. Und jetzt sage ich der Dorothee nochmal diesen Satz. Dorothee, wir verstehen alle die Probleme von heute als Folge dieser damaligen Traumata, beziehungsweise als Folge der damals angewandten Überlebensreflexe. Die meisten Betroffenen, die kennen diesen Zusammenhang nicht. Dann kann es sein, dass sie irrtümlich sich selber verantwortlich machen für diese Probleme. Jetzt habe ich es verstanden. Und das wäre sehr fatal. Denn das ist ja die einzige Alternative zu diesem bisherigen traumaorientierten Stressprogramm. Die Orientierung an deinem wahren Selbst. Wenn du das irrtümlich beschuldigst, das wäre verantwortlich für deine Probleme, dann ist ja diese Alternative gar nicht mehr möglich. Also ich habe jetzt im Moment den Gedanken, mein wahres Selbst ist nicht schuld daran. Mein wahres Selbst ist nicht schuld Nein, daran. das ist auch gar nicht schuld dran. Nee. Dann war es, aber auch die rote Dorothee oder auch die grüne Dorothee ist nicht schuld Nein. dran. Es war eindeutig Schuld der Eltern.
Beziehungsweise es waren halt deine Überlebensstrategien, die du anwenden musstest, um überhaupt überleben zu Ja. können. Und wenn du aber irrtümlich jetzt dein wahres Selbst oder wen auch immer dich dafür verurteilt hast, dann wäre das fatal, denn dann wäre eine Verbindung mit deinem wahren Selbst gar nicht mehr möglich. Ja. Dann klappt die Falle zu, das Gefühl, in so einer Falle zu stecken, ist kürzer. Die Lösung wäre jetzt, dass du dir und deinem wahren Selbst eingestehst. Möglicherweise habe ich irrtümlich dich für meine Probleme verantwortlich. Möglicherweise habe ich dich für meine Probleme verantwortlich gemacht. Irrtümlich. Irrtümlich. Möglicherweise habe ich dich irrtümlicherweise, war ein großer Irrtum, für meine Probleme verantwortlich gemacht. Ich bin ja nie richtig gewesen. Das täte mir sehr, sehr leid. Das täte mir sehr, sehr leid. Du bist ja ganz unschuldig. Du bist da ganz unschuldig. Ist das für dich, wenn du das sagst? Richtig. Jetzt leg meinen Finger auf dein wahres Selbst, ob dein wahres Selbst dir böse ist, dass du es erstens verleugnet hast, zweitens mal sogar irrtümlich verurteilt hast. Deine Gruppe. Nein. Und das ist typisch, das wahre Selbst habe ich noch nie erlebt, dass es böse ist. Im Gegenteil, wenn es irgendwo bedingungslose Liebe gibt für Dorothee, dann bei diesem wahren Selbst. Und bedingungslose Liebe heißt buchstäblich, die Liebe gibt es gratis. Dafür musst du nichts leisten, musst du nicht immer brav vor dir Gott sein. Kannst du das nachvollziehen? Ja. Und du kannst diese Liebe jetzt sogar spüren. Die einzige Voraussetzung wäre, dass du symbolisch nochmal dich verneigst für diesen wahren Selbst. Zum Und Roten. dem Roten, ja. Und spür mal die Grüne nach, würde die Grüne sich auch verneigen wollen. Ja, natürlich. Dann Soll darf ich sie mal nehmen aufstellen? Sie, stell sie mal auf, darf sie daneben stellen. Und dürfen die beiden sich symbolisch verneigen für den wahren Selbst. Und gleichzeitig stellst du dir vor, dass du innerlich dich verneigst, drei Atemzüge lang von deinem wahren Selbst. Und spür mal in dich hinein, wie fühlt sich das an, wenn du dich so innerlich verneigst für deinen Wahnsinn. Das alles verdient. Wie fühlt sich das an? Gut. Mein Bild dazu ist, bisher hast du deine Beachtung und Wertschätzung mehr in Richtung Traumata richtet, Traumata, dein eigenes Trauma, Traumata der Eltern. Jetzt bekommt endlich der Teil von dir diese Beachtung, der es auch verdient, nämlich dein eigenes wahres Selbst. Damit rückt sich etwas zurecht, was bisher verrückt war. Und jetzt kannst du mal schauen, zunächst mal, wenn die rote und die gelbe miteinander verschmelzen, die grüne, die lässt du mal ein bisschen auf der Seite, die darf bei der Musik stehen bleiben. Ja, das ist jetzt ein guter Platz. Spür mal, leg mal einen Finger über die beiden Klötze, spür mal Ich die. gleich. Wie bitte? Da werde ich jetzt ganz emotional. Oh. Ja. Genau. Die Musik hat dir damals das Das Überleben war die gebracht. Rettung. Das war die Rettung. Sonst wärst du verrückt geworden. Die Musik hat dich gerettet. Alles vorbei. Alles vorbei. Aber es kann sein, dass du die Musik mit deinem wahren Selbst verwechselt hast. Und Musik ist wunderschön und sie hat das Leben gerettet. Das ist wunderbar. Aber was eigentlich dich vollständig macht, was Orientierung geeignet ist, das ist dein wahres Selbst. Und schau mal, nachdem du auch diesen Wert der Musik gewürdigt hast, ob jetzt bei Rot und Gelb eins werden können, die so lange getrennt sind. Ja, das ist schön. Und spür mal mit dich in der Schule, leg mein Finger quer drüber, ob die beiden jetzt verschmelzen können, sich vermischen können. Ja.
und spüre in dich hinein, ob du Veränderungen wahrnimmst, die möglich werden, wenn die beiden sich vermischen. Ich fühle eine gewisse Ruhe. Manche bezeichnen es als unaufgeregt. Ja, die ich vielleicht auch so bezeichnen. Ich habe noch ein bisschen kalte Finger, aber. Gleichzeitig ist es auch so unaufgeregt. Es ist gleichzeitig so unspektakulär. Es ist gar nichts Besonderes. Es ist eigentlich ganz normal. Erstaunlich normal. Einfach gesund. Kein Drama. Und dieses Glück der Selbstverbindung, das hast du vielleicht schon in manchen Augenblicken erlebt, in der Natur, in der Musik oder weit weg von zu Hause. Manche gehen dafür nach Indien oder nach Australien. Nein, nur in die Berge. Danke. Und es ist ja also nicht ganz unbekannt, aber die Frage ist, wenn in der Alltagsbeziehung das manchmal verloren geht, dann könntest du das jetzt, ist jetzt wichtig, dass du unterscheiden lernst zwischen dem, was wirklich heute zu dir passt, was mit dir ganz unvereinbar ist und das betrifft all die Elemente auf der anderen Seite der Sicht. Die Sichtblende kannst du mal wegnehmen. Soll ich die Musik noch stehen lassen? Wir wissen jetzt, dass die Musik wichtig war, das haben wir jetzt gewürdigt. Du kannst sie in Sichtbereich hinstellen, vielleicht so links auf dem Schrank oder so, dass du immer siehst, oder auf dem Tisch, oder in die Ecke. Also die Musik ist, spielt natürlich immer noch eine Rolle, wahrscheinlich, gell? Machst du immer noch Ganz Musik? schön. Ja, da bin ich auch am glücklichsten. Also jetzt weißt du auch warum. Ja. Abgesehen, dass die Musik an sich ja auch schon wunderbar ist, aber sie hat in deinem Fall noch eine lebensrettende Funktion. Ja. Jetzt rückst du mal diese ganzen Klötzchen in den Sichtbereich und jetzt müssen wir die alle mal checken. Das ist aber Kommt der viel. Check? Kommt der Verträglichkeitscheck? Ist das überhaupt mit deinem Wesen vereinbar? Alle so in den Sichtbereich, dass wir das sehen können? Also, warte mal. Siehst du das so? Ah ja. Riesenturm hier. Das erste Element, was wir untersuchen, das ist der rote Würfel. Holen wir mal heraus. Siehst du das jetzt alles? Ja, ich kann es gut sehen. Den roten Würfel rausholen. Los heraus, das war da dieses Verwirrungstrauma von damals. Von beiden, durch beide Eltern. Nimm es mal heraus. Und schau mal, ob du heute dieses Verwirrungstrauma von damals noch für deine eigene Orientierung brauchst, für deine eigene Identität. Sag nochmal, was ist das Rote? Das ist dieses Verwirrungstrauma damals deiner Eltern, dass Das du dir Verwirrungstrauma. ganz gezielt deine eigene Wahrnehmung für falsch erklärt. Nein, die will ich nicht mehr. Die brauche ich nicht. Das braucht keiner. Dann nimmst du in die rechte Hand die rote Dorothee von heute. Und Ja. dann darf die symbolisch diesen roten Würfel stoppen mit einem kräftigen Stopp. Ja. Du kannst sie schon vorbeugen stoppen, bevor sie überhaupt die Chance hat, in deinen Raum zu kommen. Du musst einfach schneller sein oder früher starten. Ja, genau. Das ist genauso gesund wie bei den Tigern, wenn die ihr Territorium freimachen. Schau mal, wie es mit Tigerschrei geht. Ja. Wie geht's dir dabei? Sehr gut. Ja. Braucht keiner diese blöde Verwirrung. Also, das ist deine gesunde Und Kraft. das macht mich so wütend. Ja, das ist auch gesund. Die Wut ist auch gesund. Die kriegst du später nochmal. Da gibt es noch einen Kanal, den du dafür öffnen Oh kannst. ja, da freue ich mich drauf. Und jedenfalls, das ist deine gesunde Kraft und die brauchst du auch ganz dringend, um jeden Tag zu erkennen, was mit deinem Wesen unvereinbar ist. Und das alles aus deinem inneren Raum entfernst, dann kannst du optimal mit dir selber identisch sein. Und das kann Glückshormone auslösen. Ja. Wenn du jetzt aber irrtümlich so viele Elemente in deinem Raum gespeichert hast, die mit deinem Wesen unvereinbar sind, dann kann diese Kraft blockiert sein. Beziehungsweise die richtet sich dann eher gegen dich, Selbstabwertung, Schuldgefühle, Selbst. Schädigungen, Depressionen, Ängste, Krankheiten, das kennst du. Ja, vor allen Dingen Ängste und So, Krankheiten. und sobald diese Kraft wieder gezielt eingesetzt, gerichtet und geballt, dann machst du eine neue Erfahrung, du bist handlungsfähig. Und das kann diese genannten Glückshormone auslösen. Ich lege meinen Finger auf die emotionale Dorothee, die bisher platt unter diesen ganzen Themen lag. Schau mal, wie geht es denn der, wenn sie sieht, dass man dieses Trauma von damals, das Schreckliche, dass man das stoppen darf und da gibt es sogar Glückshormone dafür.
Die will da auch hin. Darf sie das auch stoppen? Ja, unbedingt. Dann traust ihr das zu? Ich mach's mal mit der Erwachsenen zusammen. Sie kann, ja, wenn sie mit dem Wahn selbst vielleicht zusammen. Mit dem Waren selbst. Ja. Kann das Kann wohl sie, ihr Herz verkloppen? sich überlegen, ob sie sich hinter dem Wahn selbst versteckt? Nee, das hat sich an der Seite. Also an der Seite, dann darf sie es nochmal stoppen. Ja. Tigerschrei. Wie geht's dir da? Richtig, gut. Und schauen wir, ob die, meinst du, die Kleine könnte es auch alleine mal schaffen? Dann darfst du es nochmal ausprobieren. Und wenn sie so. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ist ja wie Probehandeln, ja? Wenn das damals so streng verboten war, dann hat sie jetzt vielleicht noch Angst. Muss sie ein paar Mal üben, und wenn sie dann merkt, dass heute gar nichts Schlimmes passiert, traut sie vielleicht auch ohne das Wahr selbst. Wie Probehandeln, lass sie ein paar Mal üben mit dem Wahn selbst zusammen. Mit dem Wagen selbst. Mit dem Wagen selbst geht das gut. Aber Stopp! Tigerschrei, brutal. Was? Ganz brutal darf sie stoppen. Geh weg! Vielleicht hat sie noch einen Ausdruck, vielleicht mag sie noch einen so deftigen Ausdruck, dass sie es beschimpft oder abwertet oder einen Fluch ausstößt oder irgendwas. Das ist Unsinn, was du sagst. Weiß das doch. Du bist falsch, nicht Du ich. bist falsch. Du bist falsch, nicht ich. Ja, genau. Da kommt auch der ganze Schmerz von damals hoch. Ist gut, wenn das jetzt alles hochkommt, diese Wut und dieser Schmerz. Das hast du bisher alles zurückgehalten. Musst du jetzt nicht mehr zurückhalten, weil das ist ja alles von gestern und du kannst dich davon befreien, indem du es einfach zulässt. Ja? Und du bist nicht mehr die Kleine von damals, du bist die gestandene Frau von heute. Und diese emotionale, vitale Seite, die ist genauso alt wie du. Steht mitten im Leben und schau mal, ob du jetzt auch alleine ohne das Wahre selbst das Trauma stoppen kannst. Er soll stoppen. Die emotional vitale von heute, die hat die Mit. Kraft dazu, das selber zu stoppen. Ganz alleine. Oder hat sie noch Bedenken? Ja, die hat Angst. Schau mal, wie es ist, wenn du ihr sagst, wir brauchen das nicht mehr, du hast die Kraft und das Recht, das zu stoppen. Der Papa ist zu mächtig. Und die Mama zu bedürftig. Okay. Dann probieren wir mal Folgendes. Also deine Strategie war ja auch, das haben wir gesehen, dass du die emotionale Vitale verleugnest und unterdrückst, um überleben zu können. Jetzt hast du gesehen, die emotionale hat durchaus Kraft. Jetzt könntet ihr euch verbünden. Die rote und die grüne könnt ihr jetzt verbünden und gemeinsam es stoppen. Schau mal, wie das sich anfühlt. Das war Rote selbst. dazu. Rote, die weiß, war selbst jetzt wieder zurück. Aber rot Das und ist schon besser. grün müssen jetzt nicht mehr sich bekämpfen, sondern rot und grün können sich verbünden, Ja, das ist besser. um dieses dumme Trauma von damals zu stoppen. Ja, das geht. Das geht. Die Erwachsene kann das, die Kleine nicht. Aber gemeinsam. Ja. Und die Grüne, die hat ja diese ganze Fröhlichkeit und diese Emotionalität. Und das tut der Roten auch gut, wenn sie davon wieder mehr bekommt. Ja. Können sie sich gegenseitig bereichern. Schau mal, wie es ist, wenn die beiden gemeinsam so stoppen. Das ist super. Stopp! Tigerschrei. Und wenn du denkst, du brauchst es nie wieder für deine Orientierung, kannst du es für immer entsorgen im kosmischen Müllstoffhof. Ich bin richtig. Gehst du dabei? So, Tia, du hast jetzt gerade eine wichtige Erfahrung. Dieses Trauma hatte ja sehr viel Macht in deinem Leben. Jetzt siehst du, diese Macht, die hat es gar nicht aus sich selber heraus, sondern du hast ihm selber diese Macht gegeben im Zusammenhang mit deinem Überlebensprogramm.
Und wenn du jetzt siehst, du kannst eben den Stecker ziehen und dann ist es nur ein Papiertiger, den man einfach vom Tisch fegen kann, dann ist es ein Prozess der Selbstermächtigung. Statt die Selbstverleugnung, Selbstunterdrückung. Und mit diesem Prozess versuchen wir jetzt das nächste Element, das war der grüne Würfel. Immer den grünen Würfel. Das war deine damalige Strategie. Du hast dir vielleicht selber einen Maulkorb verpasst, damit die Eltern gar keine Chance haben, irgendwie was abzuwerten. Du hast dich gefesselt, die Selbstverleugnung, Selbsterniedrigung. Vielleicht auch sich totstellen, das kennst du. Totstellen, aushalten, Erstarrung. Die Frage ist, ob du das in Zukunft noch brauchst. Man könnte sich davon verabschieden, aber zuvor würde ich dir empfehlen, dass du es würdigst, dass es damals für dein Überleben bitter notwendig ist. Achte es, dass du für mein Überleben damals bitter notwendig Ich achte es, dass du für mein Überleben damals bitter notwendig warst. bist. Dann gibt es auch keinen Grund, mich heute dafür abzulehnen. Es gibt deshalb auch keinen Grund, es heute abzulehnen, abzuwerten. Mich selber heute ab, dafür ab. Mich selber dafür heute abzuwerten. Lass mich dabei meine wahre Natur zu entdecken. Jetzt bin ich dabei, meine wahre Natur zu entdecken. Die wahre Dorothee. Die wahre Doro, Wie ein Tiger ist. die ein Tiger ist. Das kann ich mich für immer von dir verabschieden. Das kann ich mich für immer von dir verabschieden. Ist das für dich? Gut. Und wie es ist, wenn ich Rot und Grün Es ist gemeinsam ganz sehe. milde ihr gegenüber. Wer ist wem gegenüber milde gegenüber? Wir sind ihm hier gegenüber milde, weil Also, das war das Überleben. ja, gut, aber trotzdem ist die klare Entscheidung wichtig, denn sonst könnte sich dieses Muster durch die Hintertür wieder einschleichen. Das ist klar. Das ist die Aber es klare. herrscht da keine Wut. Gut, das ist richtig. Also, dieses. Die klare vom Tisch hauen hat auch nichts mit Bösen zu tun, nichts mit Verletzung zu tun. Es geht um die geistige Klarheit. Ja, Du warst ja ja. damals, du solltest verwirrt werden und umso wichtiger ist jetzt heute die klare geistige zu unterscheiden. Ja. Wenn du denkst, du brauchst es nie wieder, kannst du es für immer entsorgen im kosmischen Leerstoff. Beim Ja. ultimativen Tigerschrank. Okay. Ich muss es nicht stoppen, oder? Du kannst es gleich entschauen. Du warst einmal wichtig, aber jetzt brauche ich dich nicht mehr. Wie geht's jetzt? Das nächste Element, was auftaucht, ist die magisch-grandiose dort. Und du kennst das von dir, eine Tendenz, dass du dich vielleicht zuständig fühlst für die Probleme eines anderen? Das war meine Vergangenheit, ja. Und nicht nur das, sondern es muss dann auch noch perfekt sein. Ja. Wenn es dann nicht klappt, was eigentlich gar nicht klappen kann, dann kann es sein, dass du dich deswegen schlecht fühlst. Und entweder strengst dich dann noch mehr an und kommst noch schneller in die Erschöpfung. Oder du wertest dich selber an, ab, als wärst du ein Versager. Und dieses Programm ist verbunden mit Selbstüberforderung, Erschöpfung und am Schluss Selbstabwertung. Frage ist, ob du das in Zukunft noch brauchst. Nein. Dann darf doch dieses Programm gesund schrumpfen, wie wir das sagen. Leg es mal platt auf den Tisch. Alle die Aufgaben und Verpflichtungen, die andere dir aufgebürdet haben und die du selber an dich gerissen hast, um nützlich sein zu dürfen, die fallen jetzt ab von dir. Die ganze Energie, die ganze Fantasie, die ganze Kreativität, die du selber da hineingesteckt hast, die fließt jetzt zurück zu dir. Das ist eine Menge. Die kannst du jetzt für was anderes verwenden, zum Beispiel um dein Leben zu feiern. Und Musik zu machen. Und kann es sein, dass du auch in deinem Beruf Anerkennung bekommen hast dafür, dass du so hundertprozentig dich einsetzt für die Interessen der anderen. Ja. Und wenn du halt von Hause aus nicht so ein gutes Selbstwertgefühl mitbekommen hast, im Gegenteil,
dann ist es einem manchmal sehr wichtig, diese Anerkennung. Ist man bereit, dafür alles einzusetzen, die ganze Energie, die ganze Fantasie und Kreativität. Und am Ende des Tages merkt man dann, wie erschöpft man ist und dass dieses bisschen Anerkennung in gar kein Verhältnis dazu steht. Dass du dazu dabei immer drauf zahlst. Sie fragen, ob du dieses Programm noch brauchst, wo es dir vielleicht sozial sehr viel Anerkennung Nee, ich gibt. brauche nicht. Das ist Man könnte die doch beide gemeinsam da stoppen, rot und grün, aber auch da ist es wichtig, dass du nochmal würdigst, dich achtest, dass du für dein Überleben einmal sehr wichtig bist. Ich achte es, dass du für mein Überleben einmal sehr wichtig warst. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Es gibt daher keinen Grund, mich heute dafür abzuwerten. Gibt daher keinen Grund, mich heute dafür abzuwerten. Jetzt bin ich dabei, meine wahre Natur zu entdecken. Jetzt bin ich dabei, meine wahre Natur zu entdecken. Jetzt kann ich mich von dir verabschieden, für immer. Jetzt kann ich mich von dir verabschieden für immer. Dann schauen wir mal, wie es ist. Nur noch Kann nicht, nur, noch nicht für immer, einfach nur mal stoppen. also Einfach stoppen. 100%iges gestoppt. Ja. Tigerschrei? Wow! Gibt es irgendwelche Bedenken? Nein. Trotzdem möchte ich dich bitten, dass du mal die grüne emotionale Dorothee stoppen lässt. Die grüne emotionale Dorothee ist das nämlich die perfekte Spaß. Immer nur Probleme, immer nur für die anderen, immer nur vernünftig sein. Die grüne emotionale Dorothee, die möchte einfach Spaß, die möchte Party oder Musik machen. Oder im Ja. Garten. Der stinkt es schon lang. Der Und stinkt das. darf man die grüne emotionale Dorothee mit ihrer Emotionalität das stoppen? Erlaubst du das? Ja. Dann darf sie doch mal noch ein paar deftige Aussprüche hinterher schicken. Darauf keine Lust mehr. Ja, genau. Immer Pflichten, immer vernünftig sein. Wie geht's dir dabei? Gut. Und auch da können sich Rot und Grün nochmal verbünden und schauen mal, wie geht es in der Roten, die eher so ein bisschen bedächtig ist und vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist, wenn jetzt diese emotionale Vitalität dazu kommt. Ja, das ist ein gutes Team. Ja, und dann könnt ihr doch gemeinsam dieses Thema für immer entsorgen im kosmischen Widerstand. Wir brauchen dich nicht mehr. Das hat geklingelt. Wie geht's dir jetzt dabei? Gut. Jetzt haben wir Halbzeit. Ja. Jetzt kommen noch diese beiden Eltern mit ihren massiven Traumata in der Vergangenheit und nimm mal diese ganzen blauen Würfel alle auf eine Handfläche. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Und schau Gott. mal, ob dir das vertraut ist, dass du dich mit diesen Themen beschäftigt hast. Das ist deine Aufgabe. Manchmal wird einem sogar vermittelt, es hätte was mit Liebe zu tun, dass man darauf verzichtet. Das ist mein ganzes Leben hier. Also, wenn du dich da zuständig fühlst, dann systemisch gesehen kannst du da gar nichts bewirken, weil du gar nicht zuständig bist. Du verlierst aber sehr viel Energie. Wenn du dann merkst, dass du gar nichts bewirken kannst, dann ist es extrem frustrierend. Kann es sein, dass du die Achtung verlierst für dich, aber auch für die Eltern. Und spätestens dann kannst du erkennen, mit Liebe hatte das noch nie etwas zu tun. Nein. Und dann kannst du dich natürlich auch fragen, ob du jemals zuständig warst für diese ganzen Schicksale. Das lag ja alles vor deiner Zeit. Nein, ich war dafür nicht zuständig. Dann könntest du diese Das Themen alle mit Respekt den Eltern zurückgeben. Da gibt es diesen klassischen Satz: Ihr beide hattet extrem schwere Schicksale. ihr beide hattet extrem schwere Schicksale Und habt sie auf eure Art und Weise getragen. und habt sie auf eure Art und Weise getragen. Beziehungsweise eben auch nicht. Beziehungsweise eben auch nicht. Es war eure Art zu überleben. Es war eure Art zu überlegen. Und mir steht es gar nicht zu, mich da einzumischen. Und mir steht es gar nicht zu, mich da einzumischen. Denn nur weil ihr auf eure Art und Weise überlebt habt, Denn nur weil ihr auf eure Art und Weise überlebt habt, wolltet ihr groß werden. konntet ihr groß werden.
Und mir mein Leben geben. Und mir mein Leben geben. Und das achte ich jetzt, indem ich euer Schweres ganz bei euch lasse für immer. Und das achte ich, indem ich euer Schweres jetzt ganz bei euch lasse. Für immer. Nichts mehr zurück zu nett. Und spüren in dich hinein, ob du einen Unterschied bemerkst, wenn du all das Schwere, was noch nie zu dir gehört hat, jetzt endlich loslässt. Es hatten auch diese schwerst traumatisierten Eltern natürlich auch ein gesundes, wahres Selbst. Ja. Das ist ja unsere Grundannahme, das betrifft ja nicht nur die Klienten, sondern auch deren Bezugspersonen. Jetzt darfst du mal zwei gelbe Klötzchen für Mutters und Vaters wahres Selbst aufstellen. Das wäre ein gesunder Vater, eine gesunde Mutter. Und dahinter. Und so gesunde Eltern, die würden sich natürlich freuen über so eine wunderbare Dorothee. Ja, die Freunde. Und würden dieser wunderbaren Dorothee gerne ihre bedingungslose Liebe schenken. Ohne Erwartung, ohne Absicht, einfach nur, weil sie da ist. Nun sieht es aber so aus, als wären die Eltern aufgrund ihrer eigenen Traumata so wenig mit ihrem wahren Selbst verbunden, dass du von ihnen diese bedingungslose Liebe und Anerkennung gar nicht erleben konntest. Oder höchstens in kostbaren Augenblicken. Weil es dann so kurze Augenblicke sind, dann weiß man gar nicht, ob man dem trauen darf und gleich hinterher schon wieder die ganze Abwertung kommt. Und das, was du halt häufig erlebt hast, das waren diese Verletzungen, dieses Abwerten, dieses in Frage stellen, diese emotionale Verlassenheit. Und das kennst Die du. standen nie hinter mir. Und kannst du sehen, dass diese Verletzungen gar nicht von den gesunden Eltern kamen, sondern von deren Überleben selbst, von deren falschen Selbstwürdigkeit. Na klar. Die blauen Klötzchen, die du ursprünglich aufgestellt hast für deine Eltern, die vertreten jetzt dieses falsche Selbst der Eltern, dass dir diese Liebe nie zeigen konnte. Und du kennst diese Verletzungen. Und wen hast du damals für diese Verletzung abgelehnt? Dich oder die Eltern? In erster Linie mich, aber auch die Eltern. Das ist die Regel, dass ein Kind sich so ab selber ablehnt, denn wenn es erlebt, dass die eigenen Eltern es so behandeln, dann denkt es ja, wenn die eigenen Eltern mich so behandeln, dann muss an mir etwas falsch sein, dann muss an mir etwas nicht stimmen. Und dadurch entsteht ein ganz tief sitzendes Selbstunwertgefühl. Das begleitet mich dein ganzes Leben. Du hattest das Glück, dass es da so wie eine Insel gab, ein befreites Gebiet, eine Parallelwelt, die Musik, die du zurückgeflüchtet hast. Manche flüchten sich auch zu dem verlorenen Zwilling zurück und finden da sich da ganz wohl in der Welt der Toten, wo es so friedlich zugeht. Das sind so Fluchtorte. Aber das sind nicht natürlich alles daran, im Alltag präsent zu sein. Ja, und die Frage ist jetzt, brauchst du dieses, damals hast du irrtümlich dich dafür abgelehnt, heute könntest du diese ganze Wut, diese Ablehnung endlich an die richtige Adresse geben, gegen dieses falsche Selbst, das du verwirrt. Ja. Und dann knöpft ihr doch mal diese beiden falschen Selbste vor. Die beiden blauen Klötzchen. Ja. Und die stellt sie mal vor dich hin und könntest du denen sagen, euer Verhalten damals hat mich zutiefst verletzt und verwirrt. Euer Verhalten damals hat mich zutiefst verletzt und verwirrt. Wie ich damals gekonnt hätte, hätte ich nur euch dafür abgelehnt. Wenn ich damals gekonnt hätte, hätte ich nur euch dafür abgelehnt Und nicht mich selbst. und nicht mich selber. Ist das für dich, wenn du das sagst? Richtig. An diesem falschen Selbst der Eltern hast du ja deine eigenen Überlebensstrategien entwickelt. Diese Selbstverleugnung, diese magisch-grandiosen Strategien, davon hast du dich schon verabschiedet. Frage: Brauchst du dieses falsche Selbst deiner Eltern heute noch für deine Eltern? Nein. Dann könntest du auch symbolisch dieses falsche Selbst von Mutter und Vater gemeinsam stoppen, Rot und Grün. Und wie sich das anfühlt, wenn du das stoppst. Stopp. Wie fühlt sich das an? Richtig. Mit Tigerschrei? Wow. Es kann sein, dass du damals sehr viel Schmerzen unterdrücken musstest.
dass sie sehr viel Wut unterdrücken musste, um diese Eltern nicht irgendwie zu beschädigen. Ja. Und das kennst du vielleicht, dass du auch heute noch auf so einer Wutbombe hockst, die manchmal explodiert. Manchmal explodiert sie nach außen, dann trifft sie einen Unschuldigen, oder sie explodiert als Hassattacke gegen dich selber. Oder auch als Angstattacke. Kennst du das? Als Angstattacke gegen mich selber, ja. Ja. Und Krankheit, Verspannung. Und heute kannst du diese Wut endlich an die richtige Adresse geben, nämlich gegen dieses falsche Selbstwert. Also könntest du diese Wutbombe, die, wie wir das nennen, oder Angstbombe, können wir entschärfen, indem du die ganze Ladung entlädst an die richtige Adresse. Was hältst du davon? Gut. Dann schauen wir, ob dir irgendein Satz einfällt, der du, ein Schimpfwort oder ein Satz, den du da, indem du diese Eltern stoppen kannst, diese falsche Selbstwert. Ich muss mich immer wieder zur Ordnung rufen, dass das das kranke Selbst ist. Sonst Danke lande sehr. ich nämlich ganz schnell wieder bei der, die haben noch selber so schwer gehabt. Das ist ganz wichtig. Du kannst mal einen Finger legen auf die gesunden Eltern. Was würden gesunde Eltern sagen, wenn sie sehen, dass ihre liebe Tochter heute noch so sich abkämpft mit diesen damaligen Verletzungen? Gott, oh Gott, das musst du doch nicht machen. Können sagen, du warst ganz unschuldig? Ja. Und wenn du dich heute gesund gegen diese verwirrten Eltern von damals wehrst, dann stehen wir voll hinter dir. Ja, das hilft. Kannst du dir das vorstellen, dass sie das sagen wollen? Ja, vor allen Dingen das hinter mir stehen ist toll. Dann nimm doch die beiden Klötzchen und stell sie einfach mal hinter dir, Ja, rot und grün. wie schön. Das macht mich total glücklich. Ja. Das ist das, was du dir immer gewünscht hast. Und das darfst du jetzt auf dieser symbolischen Ebene erleben. Und der ganze Schmerz dieser tapferen kleinen Dorothee kann jetzt ab. Sehr gesund. Lass es einfach zu. Die richtigen. Ja, das ist jetzt die beiden Eltern. Und die können zu diesem falschen Selbst von Mutter und Vater sagen können, ihr gehört ins Irrenhaus. Ja, ihr gehört wirklich ins Irrenhaus. Soll ich singen? Ihr seid die Verrückten. Ihr seid die Verrückten. Stopp sie mal und sagt dabei, ihr seid die Verrückten. Ihr seid die Verrückten. Ihr gehört ins Irrenhaus. Ihr gehört ins Irrenhaus. Ihr verwirrten Arschlöcher. Nein. Okay. Was würde da passen? Wir sollen einfach nur abhauen. Wir Ich sollen brauche mich euch in nicht Ruhe lassen. mehr. Ich brauche euch nicht mehr. Wie ist es für dich, wenn du sagst? Gab es irgendwelche Schimpfworte, die du gegen dich verwendet hast? Außer blöd und doof, bescheuert eigentlich nicht so viel. Bescheuert. Ihr seid bescheuert. Hier sind die Bescheuerten. Aber sowas von bescheuert. Ich habe mein ganzes Leben torpediert. Ja. Ihr wart ein Klotz am Bein. Ja. Und dies kannst du den Falschen selbst auch sagen, ich hasse euch. Was würden die gesunden Eltern sagen? Können die gesunden Eltern sagen, Dorothee ist eigentlich so, muss nicht immer brav sein, lass endlich mal die Sau raus. Können die das sagen? Gesunden Eltern. Ja, die Ich weiß nicht, gesunden Eltern. ob deine Eltern heute, ob die schon klar sind oder immer noch verwirrt sind. So viel erkenne ich ja. Ja, doch, ich erkenne Liebe von meinen Eltern, auf jeden Fall. Jedenfalls, da könnt ihr jetzt für immer dieses falsche Selbst der beiden Eltern stoppen mit einem ultimativen Tigerschrei. Wow! Und entfernen für immer. Und wie geht's jetzt? Die Kraft meiner Eltern, die Kraft. Die gesunden Ich Eltern. weiß, die gesunde Kraft meiner Eltern. Ich habe tolle Eltern.
Und jetzt sind immer noch diese schweren Schicksalswürfel da, brauchst du dich noch für deine Orientierung, kannst du dich auch entsorgen. Nee, die mögen bitte auch dahin gehen, wo sie hingehören. Gleich Aber nicht hinterher zu mir. schießen, alle zusammen mit einem Schlag, alle Alle hintereinander, zusammen. alle Moment. zusammen. Mal hier Ein aufstellen hier. Prozess. Guckst zu. Oder möchtest du auch mitmachen? Darf das wahre Selbst von mir auch mit? Das braucht es gar Nee, nicht. Das eigentlich schafft es auch. schaffen wir alleine. So, das gehört alles nicht in meinen Raum. Wie geht's dir jetzt doch? Sieht gut aufgeräumt aus, ja. Jetzt stellen wir diese gesunden Eltern wieder an ihren Platz, dir gegenüber. Bin ganz Das sind stolz jetzt auf mich. gesunde Eltern, die sich natürlich freuen über so eine vitale Doro, die dir gerne ihre bedingungslose Liebe schenken würden. Kannst du dir vorstellen, dass es jetzt so eine bedingungslose Liebe gibt? Jetzt hast du so viel Verletzung erlebt, es kann sein, dass du vorbeugend schon dein Herz verschlossen hast, um nicht wieder verletzt zu werden. Die Frage ist, könntest du dich eventuell öffnen, dein Herz für die bedingungslose Liebe von gesunden Eltern? Ja, Wir können das hier mal ist ja noch probieren. Platz. Nimm sie nochmal erstmal also vorsichtig an dein Herz nehmen und schau mal, ob du das spüren kannst, wie dein Herz öffnen kannst für die reine bedingungslose Liebe von gesunden Eltern. Das ist so schön. Ich kenne ja die Momente meiner mich liebenden Eltern. Und für unseren Prozess ist jetzt wichtig, der Teil von dir, der diese Liebe spürt, das ist dein eigenes wahres Selbst. Das ist dein gesunder Wesenskern, dieser göttliche Funke in dir. Und wenn du jetzt spürst, dass du selber in dir diesen Teil hast, dass es zu dir gehört, dann könntest du dich mehr damit identifizieren. Und dadurch könntest du spüren, wie dein Selbstwertgefühl sich ändert. Dann wird es immer unwichtiger, was du leistest oder was die anderen denken. Du hast deine Würde und dein Wert ja schon in dir. Ganz egal, was die anderen denken, unabhängig von Leistung, unabhängig davon, was diese verwirrten Eltern von damals gesagt haben. Kannst du spüren? Und dafür war jetzt die Begegnung mit diesem wahren Selbst der Eltern wichtig. Stell sie mal wieder auf den Tisch. Und jetzt geht die rote Doro von heute zu ihrem wahren Selbst. Fühl mal nach, wie sich das anfühlt. Wenn du jetzt eins wirst mit deinem wahren Selbst, Das das ist total gerade schön. erlebt hat, dass es geliebt wird, diese bedingungslose Liebe von den Eltern. Und schau mal, Ah, ob das die ist jetzt schön. verschmelzen können und wie sich das anfühlt. Die beiden fühlen sich gut. Das ist dein Potenzial, das bist du eigentlich du. Und es ist neu, es ist ungewohnt. Und natürlich gibt es da eine gewisse Rückfallgefahr. Deswegen machen wir da prophylaktisch eine Gegenabkürzung. Wie läuft die Gegenabkürzung ab? Die rote Doro von heute geht aus alter Gewohnheit nochmal zurück zu allen Elementen des damaligen Traumakonglomerats. Es ist dein wahres Selbst, was sich dabei dir in den Weg stellt und dich stoppt. Das kannst du jetzt mal symbolisieren. Die rote Doro von heute geht zunächst mal zu diesem Verwirkungstrauma von damals, aus alter Gewohnheit, so als würde es zu dir gehören. Nein, dein wahres Selbst stoppt dich brutal. Das lässt dich gar nicht so weit zurück. Nochmal. Es ist vorbei. Es geht dich gar nicht mehr an. Damit hat mit dir heute gar nichts mehr zu tun. Das ist mit deinem Wesen unvereinbar. Kommt es an bei dir? Wenn es ankommt, ist es gut, dann lassen wir es einfach weiter werden. Das nächste war jetzt dieser grüne Würfel, die Strategie der Selbstverleugnung. Auch da gehst du wieder zurück aus alter Gewohnheit, dein wahres Selbst stellt sich auch da dir brutal in den Weg, hör mal, was es sagt. Das bist du nicht. Es raubt dir deine Würde, es raubt dir deine Kraft. Dein Wesen ist das unvereinbar. Was haben wir dir? Sag das bitte noch mal. Ja, gleich nochmal. Sag noch mal, was der grüne Würfel ist. Das ist die Ich Strategie, selbst. sich totstellen, sich klein machen, sich selbst verleugnen, um sich zu schützen, um andere zu schonen oder um für andere nützlich zu sein. Da gehst du nochmal aus alter Gewohnheit zurück und dein wahres Selbst stoppt dich
brutal. Das bist du nicht. Das nimmt dir deine Kraft, das nimmt dir deine Würde, mit deinem Wesen ist es unfein. Bist du nicht. Und es ist ja so, dass es gibt ja so spirituelle Kreise oder die christliche Doktrin, wo diese Selbstverleugnung, diese Bescheidenheit, die sich aufopfern als Tugend, als was besonders Wertvolles gewürdigt wird. Und das ist in diesem Zusammenhang extrem verwirrend. Das habe ich nicht verstanden, Ja. was du damit meintest. Also es gibt Doktrinen, die diese Strategie der Selbstverleugnung, sich selber zu unterwerfen, sich klein zu machen, sich für andere aufzuopfern, die das als Tugend deklarieren. Christliche Doktrin zum Beispiel. Ach ja, ich bin streng katholisch erzogen, na logisch. Und da ist es ist sogar, gab es ja diesen strengen jesuitischen Orden, und da war ja Gehorsam, war da eine Tugend, Gehorsam wie ein Corpo Muerto, wie ein toter Leib, wie ein seelenloser Leib, so Gehorsam, das war wohl als Tugend deklariert. Und vor diesem Hintergrund fühlt sich das dann verboten an, sich dagegen zu wehren. Ja, der große Gott, der sieht ja alles, was du machst. Kann zwar zur Beichte gehen, aber der sieht alles, egal was du machst. Sogar unter der Das war, Bettdecke, ja. ja, genau, überall ist der. Das war so schrecklich. Also jedenfalls ist jetzt bei dir angekommen, dass es für dich nicht mehr relevant ist. Ja. Das nächste war jetzt diese magisch-grandiosen Strategien. Auch da stoppe ich dein selbst brutale, immer was ich dazu sage. Strategie. Stopp! Auch das bist du nicht. Auch das raubt dir deine Würde und deine Kraft. Das fixiert dich auf dein altes Stressprogramm. Das ist unvereinbar mit deiner Würde hier und dort. Das ist auch das Hundertprozentige, ne? Oder Ja, 115-prozentige. genau. Was würde das dir deinen Wert geben? Ist es angekommen bei dir oder brauchst du es nochmal? Ja, sag ruhig nochmal. Nochmal? Das bist du nicht. Das raubt dir deine Würde, deine Kraft. Mit deinem Wesen ist es unvereinbar. Es raubt dir deine Würde. Und es fixiert dich auf dein altes Stressbuch. Selbstüberforderung, Selbstabwertung und Schuld. Wenn ich das in 150% nicht geschafft habe, Ja. dann werte ich mich ab und das raubt mir meine Würde. Ja, genau. Okay. Ich muss Schon es ja die verstehen. Selbstüberforderung, dieser Größenwahn, der raubt dir auch schon deine. Ja, die Größenwahn ist immer wunderbar. Schaffe ich schon alles, Da genau. oben auf diesem großen Turm hast du dich irgendwie sehr überlegen gefühlt, weißt du? Das schafft kein anderer. Ich bin die Einzige, die sowas schafft. Ich habe es tatsächlich geglaubt, dass ich in der Gesangsausbildung klassischen Gesang und Popmusik gleichzeitig lernen könnte. Das können die anderen zwar nicht, aber ich kann das. Schon Diese krass. Selbstüberschätzung. Ja. So. Sie kürzen diese Überlebensstrategie. Das ist Papa Live. Als nächstes gehst du zu diesem blauen Würfel, diese vielen blauen Schicksalswürfel von Mutter und Vater. Auch da stoppt dich teilweise selbst deutlich. Hör mal, was ich dazu sage. Wieso mischst du dich ein? Du bist ja gar nicht zuständig. Mit Liebe hat das nichts zu tun. Das verführt dich nur zum Größen. Das habe ich schneller verstanden. Dann gehst du dem falschen Selbst, diese Eltern, um irgendwas zu verstehen, zu heilen, zu retten oder um vielleicht auch ein bisschen Liebe zu bekommen. Auch da stoppe ich dein Wahnsinn. Das bist du nicht, da bist du nicht zuständig, das geht dich überhaupt nicht an. Da gibt es auch keine Liebe für dich. Die letzten zwei habe ich gut verstanden. Die Strategien und die Verleumdung, da musste ich wirklich noch mal nachfühlen. Weil das ist ja auch das, was mich immer noch so gefangen hielt. Und jetzt, das kennst du vielleicht von dir, dass du dazu neigst, dir Gedanken zu machen über die Probleme eines anderen und dass du selber das für Liebe hältst. In der Vergangenheit, ja.
Wenn der andere dann ganz gesund reagiert und sagt, ach, Doro, vergiss es, wir können einfach Party machen zusammen. Kann es sein, dass du es gar nicht annehmen kannst, weil du irgendwie gekränkt bist, weil deine Liebe nicht so gewürdigt wird oder das, was du dafür hältst. Und das, was du für Liebe hältst, ist möglicherweise mehr, dass du anbietest, dich emotional benutzen zu lassen. Weil das war möglicherweise das Beziehungsmuster deiner Kinder. Ja, das war das Muster. Klar, logisch, so wurde ich auch Und getroffen. daran sehen wir, dass du in dieser Familie eine wesentliche Tigerqualität überhaupt nicht lernen konntest. Nämlich, dass du massiv gestoppt wirst, aber mit Liebe und Respekt. Warum ist das wichtig? Tiger und Menschen können ihresgleichen sehr verletzen. Deswegen lernt ein kleines Tigerkätzchen ganz früh schon ein Körpersignal des Fort. Keinen Millimeter näher, sonst werde ich ganz schrecklich böse. Bei so einem kleinen Katzenbaby kann man das überhaupt nicht ernst nehmen. Aber wenn der große Tiger faucht, ist es überhaupt nicht mehr lustig. Und es kann sein, wenn du das damals nicht gelernt hast, dass du heute den Menschen lieber aus dem Weg gehst, die sich so krass abgrenzen können, weil du das nicht kennst. Und leichter fällt es dann mit den Menschen, die sich nicht so gut abgrenzen können, aber das sind halt die Menschen, die traumatisiert sind, die bedürftig sind. Und das kennst du vielleicht. Ja, in der Vergangenheit. Und da kommt man dann vielleicht in diese Abhängigkeitsbeziehungen. An sich bist du eine Tigerin, du könntest einen Tiger als Partner haben, beruflich und privat, und du könntest auch Tigerkinder haben. Und um das sozusagen nachzuholen, was du damals versäumt hast, haben wir ein spezielles Trainingprogramm entwickelt für dich. Wir nennen es das Training Fit für die Tigerliga. Was hältst du davon? Super. Die Doro von heute geht nochmal in bester Absicht in den Raum des anderen und um ihn zu retten, zu heilen, zu verstehen. Dann war er selbst stoppt dich brutal und hör mal, was ich dazu sage. Stopp! Wir sind Tiger. Tiger retten sich selber. Nur wenn du das endlich kapierst und wenn du endlich den anderen so respektierst, wie er ist, kannst du ihm auf Augenhöhe begegnen. Kommt es an bei dir? Tiger retten sich selber. Und es könnte sein, dass du manches Kontaktangebot eines Tigers, das ist ja eigentlich, muss man da gar nicht beleidigt sein, das ist ja wie ein Kontaktangebot. Und der Tiger, der möchte dir vielleicht sagen, nee, du guckst doch genau hin, ich bin ein Tiger, du musst mich überhaupt nicht retten. Du selber bist doch eine Tiger, wir könnten Tigerin, wir könnten wunderbar Party machen zusammen. Aber wenn du dich immer wieder als Krankenschwester an mir versuchst, ist sowas von unsexy, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Kommt es bekannt vor? Ja, ist schon besser Ja, geworden. okay. Und dann können wir es gleich wiederholen. Du gehst nochmal in den besten Absichtsraum des anderen, wieder stopp dich dann wahr, selbst hör mal, was es sagt. Stopp. Ich weiß, ich darf dich stoppen, du bist eine Tigerin, du hältst das aus. Aber Ja. du selber hast vielleicht vergessen, dass du eine Tigerin bist. Ach, ja. Oder vielleicht wollen sie dich auch umerziehen, umtrainieren auf Stubenkatze. Und so langsam wird es mal Zeit, dass ich entscheide, bist du jetzt eine Tigerin oder eine Stubenkatze? Ja. So klar. Das nächste Mal, wenn dich jemand so krass stoppt, musst du gar nicht gekränkt sein, erinnere dich dran, Tigerliga. Und dann kannst du dich eigentlich freuen, dass du jetzt endlich einem echten Tiger begegnen bist. Das ist ein richtiger Ja, Tiger. Und dann weißt du, du musst ihn überhaupt nicht schonen. Im Gegenteil, wenn du deine ganze Power zeigst und er merkt, was für eine tolle Tigerin du bist, dann kriegt er Lust, mit dir auf die Party zu gehen. Kannst du es nachvollziehen? Das lassen wir einfach hören. Durch Training bekommst du sozusagen die Tiger-App. Hast du gratis Zugang zur Tigerliga und zur Tigerparty? Bisher hattest du mir die Trauma-App, da hattest du gratis Zugang nur zu traumatisierten Menschen. Und da gibt es natürlich keine Tigerparty, da gibt es nur Trauma-Party, oder? Ja. Okay, jetzt ich sehe, du bist da jetzt informiert. Nächstes Thema Erschöpfung. Kennst du das? Ja. Also, wir haben ja gesehen, dass du dazu tendierst, aufgrund deines schlechten Selbstwertgefühls ohne Auftrag in Treppenräume dich nützlich zu machen. Kennst du vielleicht von dir? Ja, aber es ist schon besser geworden. Und dass du dazu tendierst, ohne Auftrag 200% zu liefern, wenn du 100% bezahlt und bestellt wirst. Der sichere Weg, um ins Defizit zu kommen, energetisch und finanziell. Nur du kannst daran was ändern, indem du lernst, die Grenzen, deine eigenen Grenzen wahrzunehmen und selber zu respektieren. Nicht nur bei der Gesangsausbildung, sondern auch in diesem Fall. Die eigenen Grenzen respektieren, denn die anderen, die zeigen dir diese Grenze nicht.
Die einen, die traumatisiert sind, können das prinzipiell nicht. Die sind bedürftig wie ein Schwamm. Zack, und Fass ohne Boden. Und die anderen, die finden es doch viel besser, wenn du gratis lieferst und wenn schon, dann doch gleich 200%. Benutze dich tapfer aus. Es ist nicht fair, aber es ist ja nicht verboten. Und irgendwie bietest du es ja selber. Auch da könnte Hoffentlich. dein wahres Selbst dich dabei unterstützen, diese Grenze wahrzunehmen, indem es dich diesmal ganz liebevoll und sanft stoppt. Es tippt dich mehr an der Schulter. Du stürmst wieder voller Begeisterung in den Raum des anderen, um 200% zu liefern. Und dann, hör mal zu, was ich sage. Dorothea, bist du dir ganz sicher, dass du da drüben 200% abliefern möchtest? Und dieser Tipp könnte dir ja sehr viel Energie sparen. Und wäre es gut, wenn du dich dafür bedankst. Danke für diesen Tipp. Da habe ich mich wohl vertan. Danke für diesen Tipp. Da habe ich mich wohl vertan. Und sicher nicht zum ersten Mal. Und sicherlich nicht zum ersten Mal. Aber Aber bestimmt. bestimmt Heute zum letzten Mal. heute zum letzten Mal. Wir schauen nochmal die Verbindung mit deinem Weißen selbst, ob du diese innere Würde noch spüren kannst. Rot und Gelb gehen nochmal zusammen. Schauen wir mal, ob du diese innere Würde noch spüren kannst. Ich finde sie sehr präsent. Und wenn du diese innere Würde spürst, dann kannst du erkennen, immer dann, wenn du ohne Auftrag in fremde Räume gehst, immer dann, wenn du ohne Auftrag 200% lieferst, verlierst du diese Verbindung mit der eigenen Würde. Und wenn du diese Verbindung verloren hast, dann musst du ja in fremde Räume gehen, um wenigstens von anderen die Anerkennung zu bekommen, die du dir selber nicht geben kannst. Aber genau das macht dich dann abhängig und frei. Manche fühlen sich dann wie eine Sklavin, eingespannt für fremde Interessen. Das auch noch zu einem kargen Lohn oder gratis. Das kennst du. Diese Woche gerade einmal. Ich Und habe mich gewundert. natürlich hast du die Option, frei zu sein, je mehr du verbunden bist mit deinem wahren Selbst und weniger hast das geringste Interesse daran, ohne Auftrag in fremde Räume zu gehen. Hast das geringste Interesse daran, ohne Auftrag 200% zu lieben. Kannst du das nachvollziehen? Das Einzige, was passieren kann, ist, dass dir jemand begegnet, der möchte 120% gratis und zwar sofort. Und das kennst du vielleicht von dir, dass es dir nicht so leicht fällt, Nein zu sagen, ohne schlechtes Gewissen. Also ich könnte dir zeigen, wie du da ganz entspannt Nein sagst. Bitte. Lehn dich einfach mal in deinen Stuhl zurück. Du verkreuzt deine Arme. Und schau mal, ob du innerlich die Verbindung spürst mit deinem inneren Wahnsinn. Und wenn du so die Verbindung mit deinem inneren Wahnsinn selbst spürst, dann kannst du zu dem anderen sagen, ein bisschen bedauernd, bei mir geht da leider gar nichts mehr. Kirsten, bei mir geht da leider gar nichts mehr. Ich kann es mit meiner und mit deiner Würde nicht mehr vereinbaren, dass ich mich von dir aussetze. Ich kann es mit meiner und mit deiner Würde nicht vereinbaren, dass ich mich da ausnutzen lasse. Von dir. Von dir. Wenn du das unbedingt brauchst, dann musst du jetzt jemanden anrufen. Wenn du das unbedingt brauchst, dann musst du jetzt dir einen anderen suchen. Ab heute stehe ich dir nicht mehr zur Verfügung. Ab heute stehe ich dir nicht mehr zur Verfügung. Wie fühlt sich das an? Sehr gut. Das ist so Nein sagen, nicht mit schlechtem Gewissen, sondern mit einem gestärkten Selbstwert. Das war einfach. Jetzt, Bitte, den letzten Satz. heißt Nein sagen, nicht mit schlechtem Gewissen, sondern mit einem gestärkten Selbstwert. Ah, mit einem gestärkten Selbstwertgefühl, ja. Richtig. Ja. Jetzt spürst du ja die Verbindung mit deinem wahren Selbst. Jetzt könntest du mal einen Blick werfen auf die kleine Dorothy von damals, diese unangepasste Dorothy von damals. Und die hatte ja in dieser Familie nun wirklich nicht das Gefühl, dass sie ganz okay ist. Dann darfst du mal symbolisch die Brille von dieser verwirrten Familie ablegen. Ja, Mutti. Und dann schau mal mit deinen eigenen Augen auf diese kleine, unangepasste kleine Dorothee. Gibt es an der was aus? Nee, die ist total süß.
Kannst du sagen, du bist goldrichtig, genau so wie du bist. Du bist goldrichtig, genauso wie du bist. Und schade, dass dir diese kranke Familie das nicht vermitteln konnte. Und schade, dass diese kranke Familie dir das nicht vermitteln konnte. Mit dir hatte das gar nichts zu tun. Mit dir hatte das überhaupt nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Leg meinen Finger auf die kleine emotionale Dorothee. Wie geht's dir, wenn sie das heute von dir hören? Sie ist total glücklich und will schaukeln. Und ich könnte mir vorstellen, dass du, oder es ist ziemlich, bin ziemlich sicher, dass die kleine Dorothee damals schon wusste, dass die ganz okay ist und dass die Eltern ein bisschen verrückt sind. Ja, Und aber die konnte. soll mal was sagen, ne? Und da Auch können seine Freundin. sie aber zu dir sagen, ich habe das damals schon gewusst, dass ich ganz okay bin. Ja, ich habe das damals schon gewusst, dass ich ganz okay bin. Aber du konntest oder wolltest mir nicht glauben. Aber du konntest oder wolltest es nicht glauben. Nein, du konntest es nicht glauben. Umso mehr freue ich mich, dass du es jetzt endlich selber merkst. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass du es endlich selber merkst. Spät, aber noch nicht zu spät. Spät, aber nicht zu spät. Dann können wir doch noch zusammen unser Leben feiern. Ja, wir können jetzt endlich zusammen unser Leben feiern. Kommt es an bei der großen Dorothee? Ja, die will auch feiern. Wie war es denn, wie die kleine Dorothee auf die Welt gekommen ist? Konnten beide Eltern sie begrüßen oder gab es da schon mal damals schon Einschränkungen? Wahrscheinlich hat es nicht ganz so geklappt mit der Begrüßung. Also, wenn du da geringste Zweifel hast, könntest du heute diese Begrüßung nachholen, denn wir wissen, dass so eine Begrüßung wichtig ist für ein gesundes Selbstwertgefühl. Und wir wissen auch, dass man das nachholt. Und wenn du bereit bist, könntest du der kleinen, tapferen Dorothee das nachliefern. Wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du da bist. Und wie schön, dass du genauso zäh und unberechenbar bist wie ein Tiger. Und wie schön, dass du so zäh und unberechenbar bist wie ein Tiger. Und gleichzeitig so zart und sensibel wie ein Kätzchen. Und gleichzeitig so zart und so sensibel wie ein Kätzchen. Und so musikalisch noch dazu. Und so musikalisch. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist, Und wolltest du heute. schon eine ganz spezielle. Und schon eine ganz spezielle. Kommt es einmal der kleinen Du? Ja, die wollte ja immer ein Junge sein. Naja, vielleicht haben die Eltern sich das gewünscht. Manchmal gibt es dann auch mit dem Zwilling so ein Problem, dass man denkt, der ist der Falsche Ja, geboren. das kann gut sein. Der hätte eigentlich hätte ich sterben sollen, dann hätten die Eltern sich gefreut, dass wir einen Jungen haben. Also all diese Wer weiß. verwirrenden Dinge, von denen darfst du dich verabschieden. Und nun kann es sein, die kleine Doro hat ja nun sehr viel Schmerzliches und Verwirrendes erlebt, aber erstaunlicherweise hat sie alles überlebt. Das darf man ja auch mal achten und würdigen. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du nicht schon vor der Geburt mit oder statt deinem Zwillingsbruder gestorben bist. Danke, dass du nicht vor der Geburt mit oder statt deines Bruders gestorben bist. Können wir mal Ja, aussprechen. sonst wäre ich ja gar nicht da. Ja. Und danke, dass du in deinem berechtigten Zorn niemanden umgebracht hast. Ja. Danke, dass du in deinem wirklich berechtigten Zorn niemanden umgebracht hast. Und danke, dass du in diesem Irrenhaus deinen Verstand nicht verloren hast. Ja, und Gott sei Dank hast du diesem Irrenhaus nicht deinen Verstand verloren. Das war alles andere als selbstverständlich. Also alles andere als selbstverständlich. Kommt es an bei der kleinen Dorothee, wenn sie es will? Ja. Du kannst dir sogar trotz allem Schmerz, trotz all dieser Verwirrung haben wir beide es doch hervorragend hinbekommen. Trotz all diesem Schmerz und dieser ganzen Verwirrung haben wir beide das doch ganz gut hinbekommen. Wir sind weder im Knast gelandet noch in der Klapse. Wir sind weder in der Psychiatrie noch im Gefängnis gelandet. Du und ich, wir sind einfach ein super Team. Wir sind ein super Team. Kommt es an bei der kleinen Dorothee? Ja. Es kann es aber sein, dass die bedürftige Seite von Dorothee manchmal zu kurz kommt. Das kennst du vielleicht von dir. Ich weiß nicht, hast du Kinder? Nein, ich habe einen Hund, einen Mann, eine Praxis und zwei Ja. alte Eltern und zwei Brüder. Und manchmal wird dann der Hund verblendet. Kennst du was von dir? Ja, natürlich. Das Natürlich. liegt ja in der Sache der Natur.
Und dann gleichzeitig sitzt dann die kleine Dorothy auf der Kellertreppe bei Trockenbrot und Wasser, muss schauen, wie jemand anderer auf ihre Kosten verwöhnte. Ja. Also dem Hund tut es nicht immer unbedingt gut, wenn er verwöhnt wird. Die kleine Dorothy gegenüber ist es natürlich total unfair. Ja. Jetzt hast du einen Partner und möglicherweise hast du auch versucht, dem Partner das zu geben, was der früher als Kind gebraucht hätte. Kennst du was von dir? Ja, wir sind da schon im Übungsprogramm. Also auch das, auch da würde dann die kleine Dorothee auf der Kellertreppe sitzen bei Trockenbrot und Wasser und sehen, wie schon jemand anderer wieder verwöhnt wird auf ihre Kosten. Und wenn man dann so einen Partner verwöhnt hat, dann denkt man, naja, dann könnte er sich doch wenigstens revanchieren und sich um die bedürftige Seite von Dorothee kümmern, möglichst ohne, dass ich da viel Worte mache. Und das geht leider meistens schief. Das kennst du. Ja, Und es es kann, ging schief. dass du damals irgendwann mal sogar bitter enttäuscht warst und böse Vorwürfe hattest gegenüber ihm gegenüber. War unter uns gefragt, ist es denn fair, einen Partner zu benutzen als Babysitter für die kleine bedürftige Dorothee? Nein. Der Partner ist ja, wie gesagt, wenn überhaupt interessiert, an der Tigerin. Hallo. Stichwort Tigerparty. Für die bedürftige kleine Dorothee hat er einfach zwei linke Hände, der ist überhaupt nicht zuständig. Das hat er. Was die kleine Dorothee angeht, ist ja gleich dreifach unfair. Das hat die erstmal diese verwirrten Eltern. Selber kann sie auch nicht richtig wahrnehmen. Dann überlässt sie einen Partner, der möglicherweise selber traumatisiert ist und außerdem überhaupt nicht zuständig ist für sie. Ja, geht's denn bitte schön noch? Was hast du da dieser kleinen, traumatisierten, bedürftigen Dorothee alles zugemutet? Und als Unerhört. Zehnte. Sieht ja aus, als hätte die bei dir die totale Arschkarte gezogen. Wen bräuchte diese kleine Dorothee ganz dringend? Und deswegen haben wir jetzt so lange Rot und Gelb. Nein, Rot und Gelb zusammen. Verbindung mit Rot und Gelb. Wie gehen wir mit Rot und Gelb zusammen? Gegenüber der Grünen. Dann haben wir jetzt noch mit ein bisschen Abstand zu der Grünen. Deswegen haben wir jetzt so lange an dieser Verbindung gearbeitet, damit du jetzt nochmal diese Verbindung spüren kannst. Und wenn du nämlich deine innere Würde, jetzt wird es dir warm, ja? Jetzt geht es um die Wurst. Wenn du jetzt diese innere Würde spüren kannst, dann kannst du vielleicht auch die Würde von dieser kleinen Dorothee ganz anders sehen. Klar. Dann kannst du vielleicht sagen, ab heute bin nur noch ich für dich zuständig. Heute bin nur noch ich zuständig für dich. Und nur du bist für mich die absolute Nummer 1. Und nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Vor allen anderen. Vor allen anderen. Vor meinem Hund. Vor meinem Hund. Ja. Ja, oh mein Mund. Und ich überlasse dich nie mehr einem netten Herrn an meiner Seite. Und ich überlasse dich auch nie mehr meinem netten Herrn an meiner Seite. Und den Eltern sowieso nicht. Und den Eltern sowieso. Kommt es an bei der grünen Dorothee, wenn sie das hört? Ja. Wenn ich die kleine Dorothee einsetze, möchte ich unbedingt was anstellen, und zwar nicht zu knapp, da gibt es wahrscheinlich einen großen Nachholbedarf. Geht das überhaupt bei dir? Dann könntest du ja noch so heute sagen, vor Zeugen, die ganzen Zeugen sitzen ja hinter den Vorhängen, ja. Kannst du der kleinen Dorothee sagen, ab heute bin nur noch. Moment. Du darfst heute noch am 12. Juli etwas anstellen. Du darfst heute noch etwas an diesem 12. Juli etwas anstellen. Und natürlich stehe ich mir. Und ich stehe Schmiere für dich. Möchte nie mehr verpassen, mit dir zusammen Spaß. Ich möchte nie mehr verpassen, mit dir zusammen Spaß zu haben. Jetzt in der kleinen Dorothee. Hier überlegt sich schon was. Und dann nehmen Sie mal an dein Herz, damit sie das buchstäblich spürt. Könnt ihr aus gutem Grund skeptisch sein dir gegenüber, nachdem, was sie mit dir erlebt hat. Wie wäre es jetzt für die kleine Dorothee, wenn sie spürt, dass sie jetzt endlich einen Platz bekommt bei dir? Dann wird sie wahrgenommen, wie sie wirklich ist. Auch mit diesem frühen Verlusttrauma, mit dieser Ängstlichkeit, die daherkommt und diese Verlassenheitsängste. Aber auch mit ihrem ganzen Potenzial. Und dann sie darf sogar ihren Spaß. Wie wird das für die kleine Dorothee, wenn sie jetzt endlich ein sicheres Zuhause hat? Das finde ich total schön. Wie geht es denn da der großen Dorothee, wenn es der Kleinen gut geht? Ja, sie hat dann auch wirklich Power. Also das zeigt sich immer wieder, dass alle Probleme verschwinden, sobald es dem inneren Kind gut geht. Und es ist auch gar kein Wunder, denn alle Probleme gehen ja damit zusammen, dass du die kleine Dorothee aus den Augen verloren hast.
dass du dich, wer weiß, wo engagiert hast, deine ganze Energie verloren hast, nicht die Wirkung hattest, die du dir erhofft hast. Und am Schluss bist du erschöpft und hast keine Energie mehr für dich. Und damit ist jetzt einfach Schluss. Jetzt nehmen wir nochmal alle drei Klötzchen an dein Herz. Und spüren wir nach, wie fühlt sich das jetzt an, wenn du so alle diese drei Elemente jetzt einziehst. Unaufgeregt. Und in dieser Verfassung kannst du noch einen Blick werfen auf die beiden gesunden Eltern. Schauen wir mal, ob sich jetzt da was verändert, wenn du so eine gesunde Eltern hast. Ja, Kraft meiner Eltern, die gesunde, die steht hinter mir. Und es gibt ja noch so Klärungssätze zum Abschied. Schauen wir mal, ob du sagen könntest, mein Leben kommt durch euch. Mein Leben kommt durch euch. Ich achte es als ein kostbares Geschenk. Ich achte es als ein kostbares Geschenk. Ich sehe, dass es euch einiges gekostet hat, groß zu werden und mir das Leben zu geben. Ich sehe, dass es euch einiges gekostet hat, groß zu werden und mir das Leben zu geben. Das achte ich. Das achte ich. Aber diese Rechnung muss ich nicht bezahlen. Aber diese Rechnung muss ich nicht bezahlen. Und ich sehe, dass auch ich meinen Preis für mein Leben zahle. Und ich sehe, dass auch ich meinen Preis für mein Leben bezahlen muss. Und nicht zu knapp. Und nicht zu knapp. Aber das ist mein Leben ja auch wert. Aber das ist mein Leben ja auch wert. Auch diese Rechnungen muss niemand mehr bezahlen. Auch diese Rechnung muss kein anderer zahlen. Es gibt keine offenen. Es gibt keine Offenen Rechnungen. Hoffnungsrechnung. Keine offenen Rechnungen mehr. Keine offenen Rechnungen. Nein. Wie geht es dir, wenn du so zu deinen Eltern schaust? Das ist ganz friedlich, liebevoll. Was würden jetzt gesunde Eltern sagen? Spüren wir zu den gesunden Eltern, wenn die sehen, dass ihre Tochter jetzt so, diese beiden Erwachsenen, bei sich angekommen ist, trotz dieser ganzen Verwirrung der Kindheit. Sie wären total glücklich. Ich denke, jetzt ist es Zeit, dich zu entfernen aus diesem Dunstkreis dieser Eltern und ihrer Probleme. Drei Klötzchen können sich leicht verneigen vor diesen beiden Eltern. So, und dann können sie sich verabschieden. Sie drehen sich um und gehen in die andere Richtung über einen Zollstock ins Hier und Jetzt. Das Schmerzliche und Verwirrende der Vergangenheit, das lässt einfach hinter dir, das ist für dich gar nicht mehr relevant. Wie fühlt sich das an, wenn du jetzt so im Hier und Jetzt stehst? Wunderbar. Und da gibt es ja noch den Zwillingsbruder, der schon im Licht ist. Dem kannst du mal so zuwinken. Hey, ich mache jetzt auch mein Ding. Ich mache jetzt auch mein Ding. Dank deinem Tipp. Danke, der Tipp. Wie geht es dir jetzt so? Gut. So lassen wir sie stehen. Dankeschön.